Es ist Mittwoch, der 22. Oktober. Ich begrüße euch herzlich zum neuen Tag. Heute lesen wir etwas über den guten Kern, der nicht immer ist beim Mensch, wo wir zwar gerne sagen und sicher auch die Unschuldsvermutung berechtigt ist, in jedem Fall. Aber Jesus sieht das etwas anders. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz, steht Matthäus 12, Vers 35. Zweifellos hat Jesus ins Herz hineingesehen von den Menschen. Er hat alles gewusst, er hat alles gesehen. Wir könnten damit nicht umgehen, er hat das können. Für uns ist die Unschuldsvermutung wahrscheinlich die bessere Lösung. Aber wir können jetzt aufgrund von einer Geschichte, die wir noch kurz beleuchten, besser verstehen, warum es dann manchmal gleich Gerichtssituationen gibt, schwierige Situationen, warum Unglück, Krankheit und Angst und nicht selten sogar vielleicht auch ein Schwert ins Spiel kommen, weil nämlich Gott will zeigen, was ist der Schatz im Herz in schwierigen Ausgangslagen, aber kommt doch das Gute führen oder eben auch das andere. Eines Tages hat sich eine merkwürdige Begebenheit abgespielt vor dem Palast von Salomo. Zwei Frauen sind zusammengekommen mit einem Kind. Beide haben behauptet, dass sie ihres und das andere, das gestorben ist in der Nacht, sei dieser Frau ihres gewesen. Beide haben wahrscheinlich, weil sie nicht viel Lebensraum hatten, auf der gleichen Matratze müssen schlafen. Und so ist es gekommen, dass eins ist erdrückt worden. Der Salomo sieht sich vor einer unlösbaren Frage. Da müssen Gerichtsentscheide fällen. Aber er weiss und er hat vielleicht sogar schon ein bisschen von Anfang an gespürt, wer von diesen beiden lügt. Aus einem von diesen beiden Mühlern hat nämlich ein Schwert rausgeschaut. Und er hat nichts anderes gewusst, als zu sagen, bringt auch mir ein Schwert. Und dann hat er gesagt, jetzt holen wir das Kind abnang. Geben beiden Frauen eine Hälfte. Das ist Gerechtigkeit. Die eine Frau hat sofort gesagt, ja, das ist Gerechtigkeit. Und die andere Frau hat gesagt, nein, gebt es lieber dieser. Lieber ganz. Und dafür der andere Mutter. Der Salomo hat sich nicht verrechnet. Das Schwert ist zum Vorschein gekommen. Die Hartherzigkeit der einen Frau hat sich augenblicklich offenbart, hat sich nicht mehr versteckt halten. Aber auch etwas anderes ist vorgekommen. Ein wirkliches Mutterherz. Ein Goldschatz. Eine Liebe von einer Mutter, die lieber ein Kind gehen lässt. Und dafür dem Kind noch das Leben schenkt, als dass sie irgendwo auf einer irdischen Gerechtigkeit würde beharren. Einfache Liebe von einer ganz einfachen Frau. Eine ganzheitliche, eine totale Hingabe an das eben geborene Leben. Mutterliebe, ein Mutterherz. Der Salomo hat es augenblicklich gewusst. Wo ist der Schatz? Wo ist die Liebe? Und ihr versteht sofort, Gott lässt manchmal Situationen auf uns zukommen. Das Schwert ist da nur ein Symbol für manches anderes. Lässt solche Sachen auf uns zukommen, damit sich offenbart, wo ist der wirkliche Schatz. Und wo sie auch nur wieder Schwert vergraben, Bitterkeit, Hartherzigkeit, für das nicht mehr weiter Raum gewinnen soll. Ich wünsche euch einen schönen Tag.